So, wir haben die 8 als erste Karte des Herbstes. Und wir haben zur Auswahl. Jemand sabotiert ein Projekt, wodurch das Projekt scheitert. Wer war es und warum? Oder jemand wird bei dem Versuch ertappt, die Bemühungen der Gemeinschaft zu sabotieren. Wie reagiert die Gemeinschaft? Haben wir denn überhaupt gerade noch für Wir Projekte? haben das Wiederbelebungsprojekt und wir haben den Steinwald. Also ich glaube, das Wiederbelebungsprojekt ist bei weitem das brisantere. Mal sehen. Nein, ich glaube nicht, dass ich direkt gleich möchte, dass es scheitert. Dafür bin ich zu neugierig. Aber ich denke, jemand versucht, dieses Projekt zu sabotieren. Und zwar denke ich, dass in Abwesenheit der Anführerin, die ja den Steinwald erforscht, ein paar von den Kindern Zweifel gekommen sind, weil sie das Charisma ihrer Anführerin eben nicht mehr in Bann hält und dass sie sich überlegen, ob das vielleicht doch keine so gute Idee ist. Und naja, die Getreuen von unserer Kultanführerin haben diesen jemand dabei erwischt, wie er. Ich weiß nicht, vielleicht war es die Leiche seiner Großmutter, da rausziehen und nach den alten Sitten bestatten wollte. Okay, gut, dann müssten wir die Projekte vermindern. Die drei geht zu vier. Entschuldigung, ja, möchtest du was sagen? Genau, ich überlege gerade noch, weil für wie reagiert die Gemeinschaft? Sind jetzt überhaupt noch Erwachsene hier? Ja, oder? Regeltechnisch ja. Also wir haben nur die Alten Regeltechnisch getötet ja. und die Erwachsenen, da sind halt welche im Steinwald gewesen, die sind aber wieder da. Und jetzt haben wir nur die Kinderanführerin in den Steineichenwald da geschickt. Ich denke, die Erwachsenen verteidigen auf jeden Fall das Tun der abtrünnigen Kinder. Aber auch die Kinder untereinander sind sich nicht so wirklich einig. Aber sie sind auch ein bisschen entscheidungsunfähig in Abwesenheit ihrer Anführerin. Stimmt, die ist ja auch weg. Gut, dann. Ansonsten, die Erzieher sind ja auch hoch im Kurs gewesen. Aber dann, Projekte wurden vermindert. Erzähl uns doch mal was über neue Projekte, neue Entdeckungen oder eine Diskussion. Ich denke, in all dieses Chaos kommt jetzt das Ereignis, dass plötzlich die gegnerischen Alten aus einem Portal herauskommen, das sich in der Wand geöffnet hat. Okay, dann die Alten. Glaube, dann ziehe ich noch einen Teil von der Festung mit. Das will ich nicht. Und dann ist Cembal fertig. Ulruk. Eine Karte bitte. Die zwei. Jemand kehrt in die Gemeinschaft zurück. Wer und wo war er? Oder ihr findet einen Leichnam. Erkennt man, wer es ist? Was ist passiert? Ich entscheide mich für B. Ihr findet einen Leichnam. Erkennt man, wer es ist? Was ist passiert? Wir finden, die Gemeinschaft findet den Leichnam von Zungan, dem Händler. Und zwar hat er eine große Öffnung in seiner Brust. Und seltsamerweise findet man in dieser Brust ein grün gesprenkeltes Ei, in Anführungszeichen. Es ist eigentlich nicht ein Ei, also nicht aus Eierschale, sondern aus einem chitinartigen Stoffmaterial. Ist etwa faustgroß, das Ei. Was ist passiert? Das wäre zu ergründen. Was ist dieses Ei? Wer hat ihn getötet? Was hat ihn getötet? War es einer dieser
dieser Kreaturen, die sich im Dunkeln heranschleichen? Und warum lässt sein Ei zurück? Das wird super verworren. Okay, dann Projekte werden vermindert. Und zwar geht die 3 auf die 2 und hier oben die 1. Und dann darfst du noch etwas Neues hinzufügen. Diskussion. Projekt. Eine Diskussion startet unter diesen Kindern. Gibt es eine neue Bedrohung? Wer tötete diesen Händler und warum? Frage an Choco. Ja, warum mein Händler tot ist? Also das war die Diskussionsrunde. Ach so. Gibt es eine neue Gefahr? Ich würde sagen, er ist den Untoten zum Opfer gefallen. Die Untoten können es nicht sein. Es war bestimmt das Kamel. Es war die Magie der Alten. Ich glaube, einer der unsichtbaren Jäger hat ihn erwischt. Sie konnten bisher zwar nie über die Mauern, aber irgendwie müssen sie es doch geschafft haben. Muss ich auch dazu sagen, oder? Ja, es war deine Frage, du musst das letztes antworten. Ich denke auch, es war einer dieser Kreaturen, die wir erlegt haben. Vielleicht kommen die zurück und wollten sich rächen. Gut, dann Choco, bitte eine Karte. Ja, warte. Tatsächlich die 3. Jemand verlässt die Gemeinschaft, nachdem er eine düstere Warnung ausgesprochen hat. Wer ist es und wie lautet die Warnung? Oder jemand spricht eine düstere Warnung aus und die Gemeinschaft wird sofort aktiv, um die Katastrophe abzuwenden. Wie lautet die Warnung? Ich beginne ein kontroverses Projekt, das damit zusammenhängt. Es verbreitet sich unter den Bewohnern der unteren Teil der Stadt, dass sobald der Blizzard eintreffen wird, die oberen Zugänge verschüttet werden. Also muss sofort ein Tunnel gegraben werden, der aus der Seite des Berges ausbricht. Gut, wie lange dauert dieses Projekt? 3 Wochen? 4 Wochen? Vermutlich schon länger, weil so ein Tunnel ist ja wieder viel Aufwand. 4 Wochen, glaube ich, finde ich gar nicht schlecht. Gut, dann malen wir eine 4 an die Wand und dann vermindern wir alle anderen Dinge. Der Steineichenwald ist fertig. Und wer hat das erschaffen? Ich habe das mit Artefakten erforschen lassen. Ja, dann erzähl mal, was finden wir in dem Steineichenwald? Die Bäume sind tot und tatsächlich auch mit all unseren Artefakten haben wir es nicht geschafft, die Bäume wieder zum Leben zu erwecken. Uns ist es allerdings schon gelungen, die Pflanzen, die kleinen, jüngeren Pflanzen wieder zu beleben. Es scheint also so, als könnte man jüngere Wesen davon noch retten. Die alten sind allerdings hoffnungslos verloren. Okay, also könnte man eventuell auch Kinder, die gealtert sind, wieder zurück... Genau, aber Erwachsene wären für ewig verloren. Zumindest ein bisschen Hoffnung. Sehr gut. Dann bist du, glaube ich, fertig und Hage ist dran. Ich bin dran. Ich ziehe eine Karte. Und es ist der König. König. Eine Naturkatastrophe trifft die Gegend. Worum handelt es sich? Wähle eine der nachfolgenden Varianten. Ihr konzentriert euch darauf, alle in Sicherheit zu bringen. Entferne einen Überfluss und lasse ein Projekt scheitern. Ihr konzentriert euch darauf, eure Vorräte und was ihr euch aufgebaut habt, um jeden Preis zu retten. Mehrere Todesopfer sind die Folge. So, wir sind ja im Grunde alle in Sicherheit, also sollten wir uns auch darauf konzentrieren. Die Naturkatastrophe ist... der Sandsturm war schon da oder können wir den als Naturkatastrophe nehmen?
Der Sandsturm hat bisher nur unsere Wasserbäume, Kakteen, kaputt gemacht, noch nicht die Festung. Ja, dann kommt der Sandsturm jetzt an die Festung und die vor einer Woche ausgesprochene Warnung tritt ein. Und zwar die Festung wird mit Sand überdeckt, fast gänzlich, und viele der Tunnel, die nach unten gegraben wird, oder der Tunnel, der nach unten gegraben wird, wird beinahe gänzlich mit Sand überflutet. So fehlt es unten auch an frischer Luft. Die einzige Luft, die noch kommt, sind aus einzelnen kleinen Luftverschächtelungen, die nach draußen ragen, aber viele davon sind ebenfalls dem Sand zum Opfer gefallen, und so Frischluft wird unten ein ziemlich großes Problem, vor allem mit den Leichen, die man dort unten hat. Wir verlieren einen Überfluss. Und zwar haben wir es geschafft, das Trinkwasser, die Pflanzen, die wir aus dem Trinkwasser haben, oben anzupflanzen. Die haben wir aber in dem Fall jetzt nicht mehr. Die Wasserpflanzen waren sowieso nicht mehr. Wir hatten den Brunnen. Ach so, ja, gut. Der ist jetzt weg. Gut, dann ist der oder Brunnen weg. Wird das zu einem Mangel, oder was hast du gesagt? Stimmt, wir hatten hier unten die, das wird zu einem Mangel, wir hatten unten die Frischwasserquelle, da ist durch einen der Schächte, ist gänzlich mit Sand vollgelaufen. Okay, also, dann haben wir noch einen Mangel für saubere Luft oder so, ist auch noch ein Mangel, oder? Entferne einen Überfluss und lasse ein Projekt scheitern. Also Luft könnten wir hinzunehmen, ist aber jetzt eher erdacht. Also das gibt uns das nicht her. Okay, gut, dann, das wird auch kein Mangel. Ja doch, es wird zum Mangel, aber Luft nehmen wir trotzdem raus. Sauberes Trinkwasser und das Projekt, was du scheitern lassen willst? Wir haben, glaube ich, gar kein Projekt mehr. Doch, den Tunnel von Choco und auch das Wiederbelebungsprojekt. Das haben wir auch noch. Das wird ja erst danach fertig. Ach so. Du kannst auch den Tunnel kaputt machen. Ja, ich mach den Tunnel kaputt. Das Wiederbelebungsprojekt ist ja schon fast geschafft. Der Tunnel stürzt beim Bauen ein. Und zwar mehrfach. Und da werden wir sicherlich den einen oder anderen beklagen als Todesopfer. Gut. Dann werden die Projekte abgeschlossen, und zwar das Wiederbelebungsprojekt geht von der 1 auf die 0, und dann können wir uns erzählen, was da passiert ist. Ja, das Wiederbelebungsprojekt. Die Kinder haben in der Hoffnung, nun eher mit der Neugier, was die Götter, ihre Götter, sie diesmal für sie vorbereitet haben, die Leichen zusammen mit den Kristallen aufeinander gestapelt. Und nach einem Zeitraum von 4 Wochen, an dem sich die Sporen dort abgesetzt haben und es eine zumindest nur sichtbare kleine Veränderung gab, fangen die ersten Körper an, sich zu erheben. Mit blau leuchtenden Augen gehen allesamt auf, und die Kinder sind natürlich erst einmal verängstigt. Die wussten selbst nicht, was sie erwarten, aber tatsächlich scheint es sich nicht um leblose Untote zu halten, sondern die Toten, die Neuauferstandenen, sind in der Lage zu kommunizieren und teilen mit, dass sie die ehemaligen Bewohner dieser Festung waren. Um sich selbst zu retten, haben sie ihre Essenz, ihren Geist in jene Kristalle fahren lassen, um einer schrecklichen Plage oder irgendwas Schrecklichem zu entgehen, was die Bewohner damals nahezu ausgerottet hätte. Was das ist, habe ich gerade nichts parat. Gut, dann bist du fertig, ja? Und das große Skelett ist auch aufgestanden, ja? Das Große müsste jetzt fertig sein. Ja, warum nicht? Ich glaube schon. Ich darf, glaube ich, noch ein Projekt starten oder ein Ereignis.
Da wir fürs Erste hier unten eingesperrt sind, müssen wir einen weiteren Weg finden, um sauberes Trinkwasser zu holen. Der eine Tunnel ist ja eingestürzt. Wird dort, wo auch das Opfer stattgefunden hat, ein weiterer Tunnel gegraben, so wie es die Alten vorher vorgeschlagen haben. Wieder ein Teil der alten Lehre aufgenommen, um der Hoffnung, weiteres Frischwasser zu finden. Es ist übrigens auch irgendwie untergegangen, dass wir eigentlich schon längst angegriffen werden müssten. Ja, die sind jetzt halt, also die Alten sind jetzt halt irgendwo am Tunnel und die anderen verteidigen halt. Also das ist halt so ein stetiges... Also die kämpfen da jetzt. Die kämpfen. Also das dauert halt irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir gucken, wann der Durchbruch kommt. Okay, also ein neues Projekt, ein neues Trinkwasser durch einen Tunnel. Ich erwähne es deswegen, weil das ja quasi ein Tunnel nach draußen ist. Richtig, stimmt. Das könnte gleich jemand mit aufgreifen. Portal, aber erstmal ist Frosty. Genau. Wie lange dauert ein Projekt? 2 Wochen? Wie lange haben wir es beim letzten gemacht? 4? 6, glaube ich. Aber wir haben ja schon einen Schacht. Wir müssen den nur wieder erneuern. Ja, okay, dann 2 Wochen. Gut, dann habe ich das Ass. Die Gemeinschaft ist von einem bestimmten Projekt wie besessen. Welches und warum? Wähle eine der folgenden Varianten. Sie beschließt, sich mehr Zeit dafür zu nehmen, damit es perfekt wird. Erhöhe den Projektwürfel um 3 Wochen. Oder sie lässt alles andere, liegen, um ausschließlich daran zu arbeiten. Alle anderen Projekte scheitern. Falls keine Projekte im Bau sind, die Gemeinschaft ist besessen von einer hochtrabenden Vision. Halte zusätzlich zu der regulären Aktion diese Woche keine Diskussion ab über die Vision. Wir haben ein Projekt, was im Bau ist, und zwar 1, ne? Ja, der Tunnel. Also das Frischwasser. Das Frischwasser, genau. Das haben wir eben 2 gesagt. Dann machen wir aus den 2, machen wir 3 Wochen mehr. Das sind 5. Und... alle anderen Projekte werden scheitern. Wir haben halt nur dieses eine. Dann ist das nicht das Problem. Gut. Dann vermindere ich den Projektwürfel von ehemals 2 hoch auf 5, jetzt auf 4. Ja, falsch. Und ich starte eine Diskussion. Sollten wir den Tunnel der Alten benutzen? Erst einmal müssen wir sie besiegen. Wenn wir sie besiegt haben, können wir feststellen, ob dieser Tunnel unseren Göttern wohlgefällig ist. Der Sieg wird entscheiden, ob uns oder den Alten die Zukunft gehört. Den Alten oder den neuen Göttern. Schau. Ihre und unsere Toten müssen wieder auferstehen, auf dass wir ihren Tunnel nutzen können. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, um jeden Preis, und die Alten sind eine Bedrohung. Also kämpfen wir gegen sie. Der alte Tunnel stürzte kurz nach Baubeginn ein. Nutzen wir den ihren. Dann bin ich fertig und Jimbal kann eine Karte ziehen. Das ist die 10. Es gibt eine reiche Ernte. Füge einen Überfluss hinzu. Oder der kalte Herbstwind vertreibt eure Feinde. Entferne eine Bedrohung von der Landkarte aus der Gegend. Du könntest die Echsen nehmen. Oder aber du könntest uns einen Überfluss an Untoten beseelen. Ich möchte nichts nehmen, was irgendwie gerade sich ganz woanders abspielt. Also nehmen wir den Überfluss an Untoten, weil ich meine, an dem Tunnel wird gekämpft, es sterben laufend Leute und wenn die fröhlich wieder auferweckt werden, dann ja. Was war die Formulierung? Wir halten eine reiche Ernte. Okay, gut. Dann wird das Projekt Wasserbau von 4 auf 3
Und etwas Neues. Willst du die Leichen des Alten umdrehen, wieder aufstehen, sodass wir da Untote haben? Oder wer das auch immer gezeichnet hat? Ich nehme sonst einfach mal dieses Riesenskelett und mit den Augen verkleinere ich den einfach nochmal. Okay, das ja, das hat schon so schöne Augen. Dann starte ich noch ein Projekt. Und zwar den Tunnel erobern. Was meint ihr, wie lange sollte das dauern? Na, wir haben Überfluss an Untoten. 2 Wochen? 3 Wochen? Eine Woche? 1 bis 2 Wochen? Würde ich auch sagen, das müsste eigentlich schnell gehen. Die Frage ist halt, gibt es irgendwie eine Option, dass das auch scheitern kann? Klar, also wenn jetzt eine Karte gezogen wird, dann kann das auch sehr schnell scheitern. Okay. Dann würde ich 2 Wochen sagen. Da gibt es immer 2 Optionen, dass da irgendwas schiefgehen kann. Die Untoten sind auch unempfindlich gegenüber der Zeitmagie der Alten. Richtig. Sollten die damit kein Problem haben. Gut, dann war's das, Fragezeichen? Ich glaube ja, ne? Ja. Gut, dann nächste Karte, Holruck. Gut, zieh ich meine Karte. Den Buben. Ein Projekt wird früher abgeschlossen. Welches und warum? Falls keine Projekte im Bau sind, die Untätigkeit schürt Feindseligkeiten, die in Gewalt umschlagen. Wer wird verletzt? Wir haben ja Projekte. Insofern muss ich jetzt beschließen, welches Projekt fertiggestellt wird früher, als wir dachten. Ich wähle den Kampf gegen die Alten. Dieses Projekt wird früher abgeschlossen. Ah, genau, das ist erstmal die Tunneleroberung. Die sind ja noch nicht tot, aber wir haben sie zumindest wir haben sie hier zumindest wohin verdrängt? Zurück zum Altar, zum Blauen. Zum Altar, okay. Gemeinsam mit Xenos. Aber das Portal ist offen und wir könnten es benutzen. Dann werden die anderen Projekte werden abgeschlossen. Von der 3 auf die 2. Und dann darfst du irgendwas Neues hinzufügen. Wir machen eine neue Entdeckung, die Kinder zumindest, oder die Betreuer, die da unten stehen, die Kinderarmee. Und zwar das grüne Ei ist aufgeplatzt und was immer da drin war, ist verschwunden. Zungan ist merkwürdigerweise verschrumpelt, als wäre ihm alles Wasser entzogen worden. Gut, dann nach Olruk ist Choco dran. Ja, ich ziehe eine Karte. Ist das die 9? Herbst. Die Gemeinschaft arbeitet rund um die Uhr, wodurch ein Projekt früher abgeschlossen wird. Oder eine Gruppe zieht aus, um die Landschaft genauer zu erkunden und findet etwas, das bisher übersehen worden ist. Ich würde sagen, wir schließen das Projekt mit dem Tunnel schnell ab. Da sind wir jetzt ja auch schon lange dabei und jetzt, wo die Alten endgültig vertrieben sind, konnte man die Kräfte bündeln, um den Tunnel zu graben, dass wir wieder Frischwasser haben. Dann jetzt nochmal eine Frage, und zwar die Alten haben wir aus der Festung oben vertrieben, ist korrekt, richtig? Die sind von der Festung zum Altar jetzt, genau. Die sind bei dem Altar und den Kristallen. Dann möchte ich ein neues Großprojekt anstoßen, die Festung wieder bewohnbar machen, also wieder sichern. Okay, 6 Wochen mit dem Wirbelsturm? Natürlich, mindestens, ja, 6 Wochen auf jeden Fall. Der Wirbelsturm tobt da ja immer noch. Wird uns vielleicht auch langsam der Brennstoff, sind ja die Kristalle knapp, also wenn die jetzt da in der Spalte sind? Ja, also falls wir einen neuen Mangel erfahren sollten, wäre das auf alle Fälle sinnvoll, dass uns dann der Überfluss an Brennstoff ausgeht. Aber der Herbst hat ja schon angefangen, vielleicht kommt da noch mehr. Nach Choco ist Hage.
Ja, dann eine Karte. Und zwar die Dame. Was gibt uns denn die Dame her? In der Gemeinschaft grassiert eine Krankheit. Wähle eine der folgenden Varianten. Ihr verbringt die Woche damit, die Krankheit unter Quarantäne zu stellen und zu behandeln. Diese Woche werden keine Projektwürfe gesenkt. Oder niemand weiß, was zu tun ist. Füge Gesundheit und Fruchtbarkeit als Mangel hinzu. Ja, aufgrund, dass die Untoten jetzt erhoben wurden, es ist dennoch ein großer Gesundheitsrisiko, wovon die meisten, die Kinder, aufgrund ihrer Erfahrung nicht viel wissen und die Alten, die da sie nicht so sehr im Glauben gefestigt sind, fürchten sie sich viel zu sehr um die Untoten, vor den Untoten, um da irgendwie das Wort zu erheben. So werden viele Leute krank, aber Quarantäne wird nicht teilgefügt, sondern es wird jetzt ein allgemeiner Mangel an Gesundheit und Fruchtbarkeit in unserer Nekromantenmetropole herrschen. Ja, natürlich auch ausgelöst durch die Kristallsplitter, ne? Aber wir arbeiten unermüdlich weiter. Die Festung oben wird wieder zurückgebaut. Niemand weiß eben, was schwarze Magie alles für mit sich bringt. Dann gehen wir von der 6 auf die 5 und du fügst bitte etwas Neues hinzu. Ich füge etwas Neues hinzu, und zwar eine Diskussion und fange an, nicht mit einer Frage, sondern mit einer Klarstellung, mit einem Standpunkt, die... Ja, ich überlege gerade, nennen wir sie einfach Untote oder geben wir denen irgendeinen Namen? Schließlich ist das ja die alte Spezies, die alte Rasse, die hier irgendwann gewohnt hat. Dann nennen wir sie doch alte Rasse. Alte Rasse, ja. Rasse klingt gut. Oder hast du noch was, Ulrik? Die Alten. Die Alten. Naja, die Alten greifen uns ja an. Ja, genau, das sind die Alten. Vielleicht sind das ja dieselben und wir finden das erst im Nachhinein heraus. Nur zwei verschiedene Gruppen, die sich für zwei verschiedene Arten von Magie entschieden haben. Die Vordergeborenen. Die alte Rasse behalten wir mal so. Können wir ja mehrere Worte für haben. Die alte Rasse... Euro kann sich an Ärgerstein nehmen. Schon gut. Das eine Kind, aber die heißen so. Die alte Rasse... Jetzt habe ich, um ehrlich zu sein, den Faden verloren. Wo war ich? Ich muss da ein Ereignis sagen, oder? Ich wollte eine Diskussion beginnen. Diskussion, genau. Die alte Rasse wird uns ihre Art und Weise lehren und ein unendliches Leben ermöglichen, wie wir ebenfalls hatten. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Ein Leben wie die Alten wollen wir nicht führen. Wir leben das unsere und sterben früh. That's the way. Jibbel. Wenn wir die Möglichkeit haben, von ihnen zu lernen, dann sollten wir das tun. Die alten Wege sind die guten Wege. Der einzige Zweck ist, in unseren untoten Armeen zu marschieren, keinen vernünftigen. Wunderbar, ich darf das nicht beenden, ich habe nur mit Standpunkt angefangen. Ach, du hast einen Standpunkt, okay, gut. Alles klar. Ich nehme den Ärgerstein für Chamber jetzt Behauptung. Und dann bist du fertig. Und ich decke eine Karte auf. Die 6. Führe ein dunkles Geheimnis unter den Mitgliedern der Gemeinschaft ein oder zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft entbrennt ein Konflikt und als Folge daraus scheitert ein Projekt. Ja, die Diskussion, ob man das ewige Leben von den Alten annimmt oder nicht, hat natürlich dann auch den Sand und den Wirbelsturm ziemlich in den Hintergrund gerückt. Und dementsprechend wird die Frage, ob man oben nach 5 Wochen das Ganze beenden soll oder nicht, ist einfach dahinfällig. Und wir entfernen das Projekt. Dann, wir haben keine Projekte, die abgeschlossen werden können, weil das einzige Projekt gescheitert ist. Und
Schoko, wenn du dich übrigens angegriffen fühlst, nimm dir gerne einen Ärgerstein deswegen. Und ich kann etwas Neues einführen. Welches war nochmal das Projekt? Dass du die Wiederentdeckung oder den Ausbau der Festung mit dem Schutz. So, okay. Und zwar möchte ich ein neues Projekt anfangen. Und zwar möchte ich die Altäre wieder aktivieren und möchte ich ganz gerne den Mangel an Fruchtbarkeit zu einem Überfluss an Fruchtbarkeit machen. Wir brauchen kein ewiges Leben, wir brauchen nur die Fruchtbarkeit. Dementsprechend würde ich gerne die Altäre aktivieren. Wir haben einen Überfluss an Artefakten, würde uns also vielleicht in 2 Wochen gelingen. Was meint ihr? Ja, Überfluss an Artefakten macht das sicher möglich. Ich nehme mir einen Ärgerstein, denn das ist gegen die Geschenke der alten Rasse, die uns gegeben hat. Das ist okay. Ich bin egoistisch. Dann aktiviere ich einfach mal das Kreuz. Und dann ist Chamberlain dran. Und ich ziehe eine Karte. Die 4. Der Stärkste unter euch stirbt. Was ist die Todesursache? Der Schwächste unter euch stirbt. Wer trägt die Schuld an seinem Tod? Ich denke, da die Kultanführerin ja in diesem ganzen Durcheinander nicht in die Festung zurückkehren konnte, hat sich sozusagen ein Ersatzanführer herausgebildet. Und dieser ist jetzt tot. Und ich glaube, es ist... die Anwesenden sind sich relativ einig, dass es wohl etwas mit dem Ei zu tun hat. Aber sie können den Mörder nicht finden. Frage an Schoko, wie heißt unsere Anführerin von den Kindern? Mathilda. Mathilda, okay. Ist auch wichtig. Mathilda. Und dann Bauprojekte. Unser Fruchtbarkeitskult geht in die 1. Woche. Und dann darf Chimbalde was Neues hinzufügen. Und zwar, die Angreifer wurden ja zum Altar bzw. zu dieser Erdspalte zurückgeschlagen. Und unsere Leute erhalten dieses Portal, denn das ist ja unser Notausgang. Und die da immer Wache schieben, haben entdeckt, dass die offenbar gar nicht mehr so ein Interesse an uns haben. Und dass die zu diesem sehr besonderen, unglaublich riesigen Kirschbaum sich zurückgezogen haben und da jetzt anscheinend irgendeine Art von Ritual durchführen. Und so fragen wir uns, ob wir vielleicht einen schrecklichen Fehler gemacht haben. Dum, dum, dum. Eurok, eine Karte bitte. Gut, ich ziehe eine Karte. Die 5. Die Gemeinde erscheint. Wer sind sie? Warum haben sie gerade euch ausgewählt und wofür? Oder eine kleine Bande Plünderer durchquert die Gegend. Wie viele sind es? Welche Waffen tragen sie? Ich wähle Option A, die Gemeinde erscheint. Wie ist diese merkwürdige Gemeinde, diese Gemeinschaft? Gehören sie zu den Alten? Wie es scheint, kennen sie diese Alten. Und vielleicht, wie es scheint, sind es ausgestoßen aus den Reihen der Alten. Warum erscheinen sie bei euch? Wollen sie euch unterstützen? Wollen sie sich an den Alten rächen? Ich würde eine Fragerunde auf eine Diskussion. Warte. Okay, also die Alten erscheinen so. Und du sagst jetzt, die gehören zu den Alten? Sie sind ausgestoßen, der Alten anscheinend, wie es so aussieht. Die kennen diese Alten?
Ja. Aber sie gehören nicht mehr zur Gemeinschaft der Alten hinzu. Gut. Sie wurden anscheinend von ihnen verbannt, aus irgendeinem Grund. Warte, dann, bevor du die Diskussion startest, eins, unser Fruchtbarkeitskult ist fertig. Damit nehme ich die Fruchtbarkeit in den Überfluss und ich werde mal unsere Artefakte vom Überfluss auf gar nichts hinzufügen. Also kein Mangel, einfach nur kein Überfluss mehr. So, und jetzt, oh, das Ritual hat begonnen. Jetzt kannst du die Diskussion starten. Warum wurden sie ausgestoßen? Sind sie für oder gegen uns? Und wie stehen sie zu uns? Was haben sie mit uns zu schaffen? Warum tauchen die gerade jetzt auf? Sind Ausgestoßene der Ungläubigen. Wir sollten sie nicht aufnehmen. Sie können uns sagen, was sie wissen, uns dann als Opfer dienen. Unsere Reihen der Untoten nur weiter größern. Es kann kein Zufall sein, dass sie gleichzeitig mit unserem Fruchtbarkeitskult angekommen sind. Sie gehören zu uns. Nur weil sie der Feind unseres Feindes sind, heißt es nicht, dass es unsere Freunde sind. Bestimmt führen sie etwas im Schilde. Ich nehme den Ärgerstein für Chamberlain. Wir haben alle was gegen dich gesagt, aber Chamberlain, das ist nicht böse. Ja, ist mir egal. Chamberlain verursacht immer die Probleme. Gut, dann. Euro darf noch eine Schlussfrage mit einer Frage gestellt. Ja, genau. Ich würde sagen, sie sind auch unser Feind. Nur auf andere Weise vermutlich. Sie tun uns nichts Gutes. Glaub mir. Ja, ja, okay, ihr habt ja recht. Ärgersteine für euch alle. Dann ist Ulrich fertig. Schoko darf einen. Ich glaube, die 7 fehlt noch, ne? Die habe ich dann auch gezogen. Und die 7 war. So, ein Projekt will einfach nicht wie geplant klappen. Verändere die Art des Projekts radikal, ohne den Projektwürfel zu ändern. Wenn es fertiggestellt wird, musst du der Gemeinschaft mitteilen, wie es ausgeht, oder? Etwas wird schlecht und verdirbt die Vorräte. Führe einen neuen Mangel hinzu. Haben wir überhaupt Projekte? Nein. Zurzeit nicht mehr, ne. Dann wird unser Zugang zum Jagen der Wesen draußen schwieriger. Dementsprechend haben wir keine Nahrung mehr. Also, Entschuldigung, was ist los? Der Zugang zu den Wesen, die wir die ganze Zeit gejagt haben, wird immer schwieriger. Also verlieren wir unseren Zugang zur Nahrung. Es wird aber kein Mangel, oder? Doch, es wird ein Mangel. Wird ein Mangel? Okay, gut. Wenn man jetzt nur einen Kirschbaum hätte. Dann ist der Herbst durch und wir gehen in den Winter. Ich mische die Karten und nach Euruk ist. Nee, nach Schoko ist Hage. Nee, Schoko darf noch ein Projekt oder was Neues starten. Ah, richtig, Entschuldigung. Was Neues? Ja. Wir müssen die Alten von ihrem Ritual abhalten. Dafür tun, was auch immer nötig ist. Dementsprechend müssen wir die Alten von dem Baum vertreiben. Auch um die Nahrung am Baum für uns zu erobern. Dauert bestimmt 3 Wochen. Ja, 3 Wochen mit den Untoten. Ja, je nachdem wie gut es läuft. Also ja, 3 Wochen ist okay. Dann würde ich sagen nach Schokoshage, Karte, Winter. Und zwar den Winter brechen wir mit dem König an. Der König, die Frosthirten kommen. Spiel ist vorbei. Ja, da haben wir wirklich nicht gut gemischt. Ja, das kann tatsächlich sein, das kann tatsächlich sein. Beim letzten Peak-König ist das, ne? Ja, das ist Peak-König, die Frosthirten kommen, das Spiel ist vorbei. Ansonsten hätte man noch sicherlich eine ganze Menge machen können. So viele Geheimnisse. Wer waren denn die Frosthirten? Also ist das das Ritual, was die Alten gemacht haben? Höchstwahrscheinlich, oder? Das würde jetzt ziemlich gut passen, oder? Das würde Sinn ergeben. Wir sind aber zu spät zum Baum. Zu spät zum Baum. Schneller.
Ja. Die anderen Alten wollten uns noch warnen. Ich hätte sie ja reinlassen wollen, aber ihr habt's vermasselt. Schade, ich wollte noch was mit dem großen Skelett machen, dem Wächter, dieser Katakomben. Ja, alles klar. Das war ein ruhiges Jahr. Ich glaube, so ruhig war es gar nicht, oder? Das scheint es nie zu sein. Ansonsten, ich habe 3 Ärgersteine. Euroc hat 2. Ich guck gerade mal, ob man damit noch irgendwas machen kann. Nee, gut. Hätte man sonst über die ganze Winterzeit hätte man mit den Ärgersteinen wieder irgendwie Zeugs machen können, glaube ich. Gut, das war ein ruhiges Jahr.